Huhu, Leute, ich bin Flashor, willkommen zu Let's Play Hitman Codename 47. Ich werde jetzt einfach immer den Anfang zu sagen, wie ich gerade Bock habe. Ha! So, wir sind in der fünften Mission, in der ersten Mission der Kolumbien Missionsreihe. Das heißt, die Suche nach dem Uwa-Stamm. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt an, hier vorzulesen, weil ich heute wieder einiges zu erzählen habe. Also, willkommen in Kolumbien. Ihre nächste Zielperson ist der kolumbianische Drogenboss Pablo Belisario Ochoa. Also wieder ein politisch korrekter Mord. Unser Kunde möchte seinen Aktivitäten ein für alle Mal ein Ende setzen. Die genaue Position von Pablos Lager kennen wir leider nicht. Wir setzen sie daher in einem Gebiet ab, das unsere Informationen zufolge in der Nähe des Camps liegt. Pablos Armee sichert das Lager und die gesamte Umgebung. Vermeiden Sie daher so lange jeglichen Kontakt, bis Sie die Zielpersonen sicher erledigen können, ohne Alarm auszulösen. Pablo benutzt Artefakte als Tarnung für seine Drogentransporte. Wir wissen, dass vor einigen Tagen im Zielgebiet ein Flugzeug abgestürzt ist. An Bord der Maschine befand sich eine gestohlene Reliquie. Finden Sie diese Reliquie und bringen Sie sie zu den Eingeborenen zurück, um sich bei ihnen einzuschleimen. Es würde uns doch sehr überraschen, wenn die Eingeborenen nicht einen alternativen Weg in Pablos Camp kennen. Ja. Also wir müssen diesen Drogenbaron töten, wissen allerdings nicht, wo das Lager ist. Um halt die Position des Lagers rauszufinden, wollen wir uns die Eingeborenen zu Freunden machen und bringen ihnen dafür eine Reliquie, die vorher geklaut worden ist. Bergen Sie die Götzenstatue, bringen Sie die Statue in das Dorf der Indios. Finden Sie die Absturzstelle des Flugzeugs und durchsuchen Sie das Wrack. An Bord der Maschine befand sich die gestohlene Götzenstatue eines Indio-Stammes. Einige Statuen wurden ausgeholt und enthalten Kokain. Ausgehöhlt und enthalten Kokain. Mit dem Flugzeug sollten die mit Drogen gefüllte Artefakte außer Landes geflogen werden. Einige der goldenen Götzenstatuen ist für den Indio-Stamm von enormer kultischer Bedeutung. Finden Sie diese Statue und bringen Sie sie den Eingeborenen zurück. Na, die werden nicht glücklich sein, wenn die rausfinden, dass in ihren Statuen irgendwie Kokain drin ist. Aber da ich nicht glaube, dass die irgendwie die Statue aufschneiden, werden die das wahrscheinlich gar nicht rausfinden. So, goldene Statue, 50 cm, 18 Kilogramm, bla bla bla. Goldene Skulptur, Ursprung unbekannt, vermutlich ein prähistorisches Artefakt. Die Statue stellt eine Dschungelgottheit dar, vermutlich eine Fruchtbarkeitsgöttin der Indio-Stämme. Die Ursprünge der Gottheit sind unbekannt. Der Legende nach symbolisiert die Statue ein Ereignis aus der Vorgeschichte der Menschheit. Aha, irgendwie passend. Im letzten Video ging es um Bordelle, hier geht es um eine Fruchtbarkeitsgöttin. So, wir sehen hier, das ist die Karte, um einiges größer als das, was wir bisher hatten. Ihr werdet auch sehen, die Karte ist wirklich monströs. Also das sieht zwar hier jetzt gar nicht so groß aus, aber die Karte ist wirklich riesengroß. Es ist wirklich ein ganzer Dschungel, in dem wir jetzt sind. Und hier dieses Gelbe, das ist die Absturzstelle. Die Absturzstelle ist auch fast ziemlich genau hier, wo auch dieser grüne Punkt ist. Da ist das Flugzeug mit der Reliquie und diese ganzen anderen Sachen hier, diese Pistolen, die hier auf der Karte angezeigt werden, das sind Stellen, an denen irgendwelche Munitionskisten und Waffenkisten liegen von dem Drogenbaron, die hier wahrscheinlich überall im Dschungel rumliegen, eventuell auch durch den Flugzeugabsturz, dass die hier liegen oder der Drogenbaron versteckt da irgendwie Waffen, keine Ahnung. Auf jeden Fall an diesen Stellen sind überall Waffen und so zu finden. So. Jetzt können wir hier wieder auswählen und eine Sache, die hier ganz, ganz wichtig ist bei diesen Kolumbien-Missionen. Es sind im Gegensatz zu den Hongkong-Missionen, sind es nicht insgesamt nicht 4 Missionen, sondern nur 3. Das heißt, wir werden nur 3 Missionen hier in Kolumbien machen. Und eine Sache, die einem hier leider vom Spiel nicht gesagt wird und daher kann man das nicht wissen, wenn man das Spiel nicht kennt, was halt auch ein kleiner Negativpunkt ist, ist, dass wir alle 3 Missionen jetzt mit einer Ausrüstung spielen müssen. Das heißt, wir werden nicht, wie bereits bei den Hongkong-Missionen, am Ende jeder Mission wieder zu unserem Laptop kommen und uns dann eine Ausrüstung suchen können, sondern wir müssen ja wirklich mit dieser Ausrüstung, die wir uns jetzt hier zusammenlegen, auch wirklich dann diese 3 Missionen machen. Ich meine, ist auch irgendwie klar, wenn man irgendwo im Dschungel rumrennt, können die eigentlich irgendwie Waffen zukommen lassen. Aber man rechnet halt nicht damit und das Spiel sagt es einem auch nicht. Also wir müssen uns jetzt wirklich überlegen, welche Sachen nehmen wir mit, um wirklich alle 3 Missionen durchzuziehen. Und darum nehmen wir hier auch die kugelsichere Weste und machen los. Ha! Damit hätte er jetzt nicht gerechnet, wa? Ja, wir gehen nur mit kugelsicherer Weste in diese Mission und ihr werdet auch gleich sehen, warum. So, hier sehen wir noch eine kleine Cutscene, so ein Intro zu den Kolumbien-Missionen. Wir werden hier per Hubschrauber abgesetzt. Ja, er hat gesagt, hier riecht es nach Schmetterling und Drogen.
Ja, ihr seht, wir haben nicht mal unseren Anzug an, sondern so eine richtige Tarnuniform. Und wir gucken jetzt mal, wo die Absturzstelle ist. Wir laufen jetzt im Prinzip auch schon direkt drauf zu. Darum gehen wir mal hier auch dann in diese Richtung. Und dieser Dschungel ist wirklich riesig. Ihr werdet das sehen, was für unglaubliche Strecken wir hier in diesem Dschungel hinter uns legen werden. Und dieser ganze Dschungel ist voll mit irgendwelchen Patrouillen von diesem Drogenboss. Also überall werden wir immer wieder vereinzelt irgendwelche Leute im Wald rumstehen sehen oder auch irgendwelche Patrouillen, die hier patrouillieren. Aber das Coole ist, solange wir hier ohne Waffen rumrennen, also auch wer wäre es, wenn wir Waffen mitgenommen hätten, aber wir hätten die im Halfter, sieht uns hier einfach nichts oder greift uns nichts an. Also ich weiß nicht, entweder ist den Leuten das hier total egal. Hier zum Beispiel stehen zwei und guckt, die könnten mich jetzt eigentlich anschießen, aber die stört das überhaupt nicht. Entweder sehen die, ist es vom Spiel hier so, dass die mich halt einfach nicht sehen. Ich muss gerade mal auf die Karte gucken, damit ich nicht falsch laufe. Ich muss ein bisschen weiter nach rechts. Dass sie mich einfach nicht sehen durch meine Tarnuniform hier, oder die stört das einfach nicht, dass hier einfach irgendein Typ in Tarnuniform rumrennt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass wir nicht die Einzigen sind, die hier zu dieser Absturzstelle wollen. Und es machen sich fast gleichzeitig, wenn wir diese Mission starten, auch noch Patrouillen hier unterwegs. Hier ist übrigens die Statue, die wir jetzt einfach schnell aufheben könnten. So, jetzt haben wir die. Und jetzt rennen wir auch wieder weg. Das war jetzt eigentlich total einfach. Normalerweise ist es halt so, dass man halt ein bisschen länger braucht, dass man sich erstmal ein bisschen mit der Map vertraut macht und ein bisschen länger braucht, um hier zu dieser Absturzstelle zu kommen. Und normalerweise laufen auch gerade Patrouillen von diesem Drogenbaron auf diese Absturzstelle zu. Ist ja klar. Wenn von dem Drogenbaron ein Flugzeug abstürzt und seine kostbaren Drogen weg sind, will er die natürlich wieder haben und schickt selber auch Patrouillen zu dieser Absturzstelle. Und diese Stelle wird dann von gegnerischen Soldaten gesichert. Wir werden uns das gleich auch nochmal angucken. Allerdings ist es halt so, dass diese Patrouillen, jetzt steht da auch Absturzstelle von Soldaten gesichert, steht oben. Und es ist hier halt hier in dem Spiel, das wäre von den Programmierern schlauer gewesen, wenn diese Absturzstelle von diesen Soldaten einfach schon von Anfang an des Levels gesichert wäre und die Patrouillen nicht erst dahin laufen müssen. Und wie ihr gerade gesehen habt, wenn man schnell genug ist, ist man einfach schon vor den Soldaten da und kann sich die Statue einfach mitnehmen. Ja, und dann hat man im Prinzip diese Mission schon so gut wie geschafft, zumindest den ersten Teil, diese Statue zu besorgen. Aber ich werde gleich nochmal da hingehen und euch zeigen, wie dann die Absturzstelle gesichert ist und was man dann eigentlich machen muss, wenn die Soldaten da sind. So, wir sind jetzt hier da, wo auf der Karte diese Pistolen angezeigt werden. Und ihr seht, hier sind jetzt überall diese Kisten, diese kaputten. Da die hier so kaputt rumliegen, gehe ich mal davon aus, dass das wohl die Fracht des Flugzeugs oder irgendwie sowas war, oder keine Ahnung. Sonst kann ich mir hier nicht vorstellen, warum hier kaputte Kisten mit Munition und Waffen rumliegen. Das hier ist Kaliber 5.56 mm Munition. Die brauchen wir eigentlich nicht. Die ist für so für Sturmgewehre, wie zum Beispiel das M4 und sowas gut. Das M4-Gewehr, aber brauchen wir nicht. Darum gehen wir mal weiter. Nach hier oben. Weil hier finden wir dann gleich. Und das ist auch der Grund, warum ich halt hier keine Waffen mitgenommen habe in diese Map. Weil hier halt überall diese Kisten sind. Und man kriegt hier so eigentlich alle Waffen, die man sich so wünscht, mit Munition. Und wir brauchen aber auch für diese Mission gar nicht so viele verschiedene Waffen. Aber eine Sache, die halt hier bei diesen Columbia-Mission ganz wichtig ist, ist, dass das Spiel hier um einiges actionreicher wird. Das werdet ihr auch gleich sehen. Ich habe mir jetzt hier nur die Pistolen mit Munition geholt. Ich habe jetzt hier über 235 Schuss, oder 225 Schuss. Und ich werde jetzt hier mal, gerade hier stehen irgendwo Patrouillen rum. Ich weiß gerade nicht wo. Die will ich mir jetzt mal holen, die Leute. Hey, die müssen hier da irgendwo stehen. Da bin ich gerade blind. Ach ne, da sind sie doch. Ah, hinter mir. Oh scheiße, jetzt haben sie mich gesehen, glaube ich. So, jetzt habe ich sie einfach beide über den Haufen geschossen. Und das Gute ist hier, ich habe mir extra diese Stelle hier ausgesucht, um an so eine Uniform von denen zu kommen. Da die hier, hier keine anderen in der Nähe sind, keine anderen Gegner. Und ich die jetzt einfach laut erschießen kann und ich nicht aufpassen muss, dass ich leise bin, weil hier kommen eh keine anderen vorbei. Naja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall uns Pistolen geholt. Mit diesen Pistolen konnten wir die erschießen und sind so jetzt an eine AK als auch an eine Uniform gekommen. So, jetzt gehe ich nochmal zu der Absturzstelle. Ich muss mal ungefähr peilen, wo ich lang muss, genau. Und in der Zeit erzähle ich dann das, was ich sagen wollte. Wie gesagt, diese Kolumbien-Missionen sind um einiges actionreicher. Ihr werdet gleich auch noch in dieser Mission hier selbst sehen, warum
Das ist nämlich nicht nur diese Statue holen und den Indios bringen, sondern die Mission geht dann noch weiter. Und das ist aber ein sehr, sehr großer Negativpunkt bei diesem Spiel, weswegen ganz viele Fans enttäuscht waren von diesem Spiel. Da diese Kolumbien-Mission hier überhaupt nicht irgendwie sneaky durch rumlaufen und nur heimlich eine Zielperson umbringen und dann wieder abhauen und am besten so, dass einen keiner sieht, also so richtig Hitman-mäßig halt, wie die ersten Missionen, die Hongkong-Missionen, sondern hier ist es, diese Kolumbien-Missionen sind wirklich einfach actionmäßig. Die lassen sich am besten machen, man holt sich einfach irgendeine große, dicke Waffe und schlachtet einfach alles über den Haufen. Das werdet ihr auch noch sehen. Also hier gibt es ohne Ende Geballer, das ist auch der Grund, warum das hier die erste Mission ist, wo ich mir eine kugelsichere Weste mitnehme, weil hier halt wirklich viel geballert wird. Und das ist halt überhaupt nicht Hitman-mäßig und darum waren viele enttäuscht und weil das die Entwickler auch wussten, dass da sehr viel negative Kritik aus der Community kam, wurden dann diese Missionen hier, die Kolumbien-Mission, als eigentlich einzige Mission in Hitman Contracts nicht übernommen. Also Hitman Contracts ist ja, wie ich bereits gesagt habe, so eine Art Wiederaufwärmung von Hitman 1 hier, aber die Kolumbien-Missionen sind in Hitman Contracts nicht dabei. So, ihr seht jetzt, die Stelle hier ist gesichert, überall hier stehen Soldaten rum und wenn wir halt zu langsam gewesen wären, würden halt hier überall diese Soldaten stehen, wir müssten uns mit denen auseinandersetzen, da oben steht sogar einer auf dem Flügel und er hier bewacht die goldene Statue. Und dann können wir da halt nicht so leicht hin. Entweder man ballert die wirklich alle über den Haufen oder man kann dann auch heimlich diesen einzelnen Kerl hier einfach leise hinterrücks umbringen, allerdings braucht man dann halt eine Nahkampfwaffe, die muss man sich dann halt vorher kaufen. Ich bin ja hier komplett ohne Waffen in das Level gegangen, selbst ohne Messer oder Klavierseite, aber dann müsste man wenigstens eins mithaben, um diesen Typen hier hinterrücks zu töten, den schnell hier hinter das Flugzeug ziehen und dann kann man sich auch diese Statue nehmen oder man killt halt einfach alle. Naja, egal. So, ich gucke jetzt mal kurz auf die Karte. Ich will jetzt hier, nachdem ich mir hier Waffen geholt habe, eine AK und Pistolen, will ich jetzt aber zu den beiden Pistolen, die hier oben auf der Karte sind. Weil da gibt es was ganz Feines, das werde ich euch zeigen. Das Indio-Dorf, wo die goldene Statue hin muss, das ist hier, diese ganz vielen kleinen grünen Dinger. Das sind alles Hütten dieser Indios, da will ich hin. Ich könnte jetzt auch noch die anderen Waffenkisten abklappern, aber da gibt es auch noch alle möglichen Waffen, M4 und Kalaschnikow und Pistolen und Munition für alles. Aber ich will nur hier oben zu diesen beiden Dingern, dass man jetzt gerade auf der Karte schlecht sieht. Ich kann auch gerade nicht höher gehen. Aber da will ich jetzt hin und das ist das Einzige, was ich jetzt hier noch für diese Mission brauche. So, jetzt ungefähr die Richtung anpeilen, die ist gut, die Richtung, in dieser Map, wo man halt sehr viel läuft, was hier ganz gut ist, es gibt einen kleinen Trick, wenn ihr die Konsole habt, die Konsole müsst ihr erst in der INI einstellen, dann geht ihr in die Hitman-INI und gibt da Enable Console ein, dann könnt ihr mit dem Accent-Zielkonflex-Taste, also mit dieser Dachtaste, die direkt unter Escape ist, könnt ihr die Konsole öffnen und da auch irgendwelche Befehle eingeben. Und wenn ihr lauft und ihr macht die Konsole auf, und dann könnt ihr einfach alle Knöpfe loslassen und die Figur läuft automatisch weiter. Ihr könnt dann auch noch hier so rumzielen, ihr könnt auch nach links und rechts draven, aber er wird halt die ganze Zeit einfach automatisch nach vorne weiterlaufen, so lange bis ihr wieder nach vorne drückt und dann hört er auf. Das ist hier ganz hilfreich, das ist sozusagen ein kleiner Trick, wie man automatisch laufen kann. Und das benutze ich hier immer, weil man hier wirklich zum Teil einfach nur total lange rumläuft und es einfach nichts passiert. Ich habe jetzt hier ja auch eine Uniform von so einem Typen, das heißt, die tun mir jetzt hier eh alle nichts mehr. Und ich werde jetzt mal hier an der Wand entlang laufen. Ich gucke gerade mal auf die Karte, wo ich gerade ungefähr bin. Ja, ich bin schon gleich da, sehr gut. So. Dann werdet ihr nämlich sehen, was es da gibt. Bei diesem Landeplatz. Da ist auch, laufen auch immer ein paar Patrouillen rum, aber die sehen einen nicht, während man die Waffen da aufsammelt. Und das ist denen, glaube ich, auch egal. So, jetzt müssten wir bald da sein. Genau, hier jetzt rein. Zwischen diesen beiden Klippen. Da dürfen wir gleich das hier alles sehen. Oder? Ne, das hier nicht. Das hier ist... ne, M16 ist das. Genau, M16 meinte ich eigentlich und nicht M4. Ich habe immer M4 gesagt, aber ich meinte M16. Dazu ist auch hier die 5,56mm Patronen. Sind hier gut. Die Kalaschnikow schießt ja noch mit 7,62, glaube ich, sind's. Aber da bin ich mir nicht sicher. Und hier finden wir das, was wir eigentlich wollen, und zwar MG-Munition. Wir sammeln jetzt auch hier die komplette MG-Munition auf. Und dann finden wir nämlich in dieser Kiste da zwei Maschinengewehre. Richtig geil, da werden wir uns jetzt eine von nehmen. Ein MG, ein M60 ist das. Haben wir jetzt eine richtig fette Knarre mit über 300 Schuss, wie ihr oben rechts seht. Richtig geil.
Und damit werden wir jetzt den Rest dieser Mission hier abschließen, weil ich habe ja bereits angekündigt, dass man hier richtig viel ballern muss. Natürlich wird das alles auch mit einer Kalaschnikow gehen oder mit der M16 da, aber ich mache das hier am liebsten mit dem MG, weil es damit halt am leichtesten geht. So, hier fängt jetzt das Indio-Dorf an. Hier müssen wir aufpassen, wenn wir hier einfach mit einer Waffe rein spazieren, dann denken die halt, wir sind einer von diesen Drogenbaronen-Leuten und greifen uns an. Darum hole ich jetzt hier auch die Götzenfigur raus, sodass ich die in der Hand habe. Und mit der Götzenfigur haben die nämlich nichts gegen uns. Dann sind die eigentlich ganz lieb. So, wir müssen jetzt hier zum Dorfältesten und ihm zeigen, dass wir die Götzenstatue haben. Das werde ich jetzt mal eben machen. Das hier ist zwar ein großes Haus, aber das ist nicht das Richtige. Wir müssen auf jeden Fall in den Süden dieses Dorfes. Ich guck gerade mal. Habe ich gerade überhaupt richtig? Ich glaube total falsch. Genau in die falsche Richtung gelatscht. Sauber. Ist das richtig? Ja, immer noch nicht. Okay, ich muss hier so rüber. Man kann sich das alles auch ein kleines bisschen leichter machen, wenn man sich noch einen Kompass kauft. Allerdings ist das nur unnötig Geldverschwendung und ich gucke halt lieber einfach auf die Karte. So, hier sehen wir jetzt wieder eine kleine Cutscene, wo ich allen Leuten so richtig zeige, dass ich diese Götzenstatue, keine Ahnung warum Agent 47 sich da so richtig präsentiert so und sich begöttern lässt, als ob er voll der Übergott ist. Hier hat uns jetzt einer die Götzenstatue weggenommen und jetzt kommt hier der Dorfälteste. Häuptling, ich bringe euch euer verlorenes Götzenbild. Weißer Mann, du bringst große Freude in unser Herzen, weil du uns Cheatsets Lux zurückgebracht hast. Aber der Drogenbaron hat auch meinen Bruder entführt. Er ist bei der großen Brücke. Folge dem Fluss nach Westen und du wirst ihn finden. Okay, aber wenn ich zurück bin, wirst du mir einen Weg zu diesem Drogenbaron zeigen. Alles klar, ihr seht, die Sache hat sich jetzt hier ein kleines bisschen geändert. Wir haben ihm zwar das Götzenbild zurückgebracht, allerdings hat der Drogenboss auch noch den Bruder... Ups, nee, ich glaube, ich bin hier falsch, oder? Ach, Mann, ey. Nee, so muss ich, genau. Hat auch noch den Bruder von dem Häuptling entführt. Und unsere Mission ist es jetzt, den Bruder zurückzuholen. Und genau das ist es, wo es jetzt hier spannend wird. Wir folgen jetzt hier einfach dem Fluss, weil wir gehört haben, der Bruder ist bei einer großen Brücke. Und wo sollte eine Brücke sonst sein, wenn nicht beim Fluss? Ganz schön reißend hier. Man kann hier übrigens auch nicht reinfallen, da wird man automatisch abgeblockt. Ja, und da wird es jetzt spannend, denn die Brücke ist voll mit Soldaten und da gibt es halt wirklich keine Möglichkeit, da irgendwie Silent Assassin mäßig was zu machen. Ich habe da ewig rumprobiert, weil ich dachte, na komm, das hier ist ein Stealth, ein Unsichtbarkeitsspiel. Es gab eigentlich in jeder Mission irgendwie eine Möglichkeit, die leise und wirklich leise und ungesehen zu bewältigen, aber hier gibt es einfach keine Lösung. Also mir ist absolut keine Lösung bewusst, als da wirklich einfach alle Soldaten über den Haufen zu ballern. Und das müssen wir jetzt machen und das ist auch, wie gesagt, der Grund, ein Negativpunkt, warum viele Leute da negative Kritik geäußert haben, dass diese Missionen hier so actionreich sind, wo man sich einfach durchschlachten muss. Und auch die anderen Missionen sind da auch nicht sehr viel besser, wobei es da in den anderen Missionen Wege gibt, das alles ein bisschen besser hinzukriegen, aber hier hat man halt wirklich keine andere Wahl, als einfach alles umzubringen. Darum habe ich mir jetzt auch dieses M60 geholt und habe mir am Anfang auch keine Ausrüstung gekauft, weil man hier halt im Wald eigentlich alles findet, was man braucht. Wie gesagt, sogar diese krasse M60. Wir müssen auch gleich ein bisschen aufpassen, weil hier auch ein Hubschrauber rumfliegt mit einem Maschinengewehrtypen drin. Aber mit dem hatte ich eigentlich noch nie Probleme, weil wenn man nicht auf die Brücke drauf geht, sieht einen der Hubschrauber eigentlich nicht. Und wir müssen natürlich gleich auch noch aufpassen, dass wir den Bruder von dem Häuptling nicht über den Haufen schießen. Das ist auch noch so eine Sache. Und ihr seht durch diese ultralangen Wege, ich renne hier jetzt schon wieder gerade Ewigkeiten, dann zieht sich dieses Level einfach so, weil dieser Dschungel so groß ist. Aber naja, gut, was soll's. Wir müssen da jetzt nochmal durch, auch wenn ich selber jetzt auch diese Mission nicht so schön finde, wie gesagt, zu actionreich und einfach zu groß und sinnlos eigentlich, das hier alles zu machen, müssen wir da jetzt trotzdem durch und Spaß macht es trotzdem jetzt auch mal in Hitman hier ein bisschen was töten zu können. So sieht's aus, hier ist diese Brücke, hier stehen vorne drei, hinten stehen auch nochmal drei, außerdem Hubschrauber und da oben ist auch noch ein Sniper, das heißt, wir haben jetzt hier 6, 7 Leute, die wir umbringen müssen, eventuell schießt dann noch der Hubschrauber auf uns und auf der anderen Seite der Brücke ist auch noch so ein Turm. Also, jetzt kann spannend werden. Wie machen wir das am besten? Ich verstecke mich hier meistens immer hinter diesem Baum und jetzt schieße ich die einfach über den Haufen. Jetzt kommen auch gleich die Typen von da oben. Und während die kommen, töte ich sie. So, jetzt dürfte da oben nur noch einer stehen, der direkt bei dem Gefangenen ist. Das ist genau der da oben. Den werde ich jetzt einfach von hier töten. Jetzt schießt der Typ da oben auch noch auf mich. Da hat er mich jetzt leider gesehen.
Und ich bin fast draufgegangen, meine Panzerung ist fast weg, ich habe nur noch 30 Lebenspunkte. Ich hatte gehofft, der sieht mich nicht so schnell. Ich hätte vielleicht hier am Baum bleiben sollen, von hier schießen sollen, anstatt von hier vorne, weil hier hätte er mich noch nicht gesehen, weil ich dann direkt unter ihm wäre. Aber egal, der Gefangene... Scheiße, jetzt habe ich aus Versehen den Typen angeschossen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist oder nicht. Komm, rennen, rennen! Puh. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war, dass ich den angeschossen habe. Normalerweise kommt auch hier von hier eigentlich gar kein Soldat mehr. Das war jetzt auch ein bisschen komisch. Den habe ich hier noch nie gesehen. Auf jeden Fall rennt eigentlich halt dieser Indigo-Typ dann von alleine los. Hallo. Eigentlich rennt dieser Typ, Indigo-Typ von alleine los und rennt dann zu seinem Stamm. Und wir haben es hier eigentlich geschafft. Ich kann euch jetzt hier noch kurz zeigen, was hier noch so wäre. Drop mal eben das M60 und nehmen hier die Sniper. Die Sniper wollen wir auch sowieso mit ins nächste Level nehmen. Und dann seht ihr, da drüben ist auch noch ein anderer Sniper. Den haben wir jetzt einfach mal weggeholt. So. Jetzt nehmen wir uns noch... Nein, runterfallen wollte ich da eigentlich nicht. Aber so wie es aussieht, müssen wir die Mission hier eh neu starten, weil der Typ einfach nicht mehr rennt. Toll, wir haben den ein einziges Mal angeschossen. Und schon hört er auf zu rennen. Auch ein bisschen buggy das Spiel. Aber egal. Ja, ich werde jetzt hier eben die Aufnahme abbrechen und einfach nochmal bis zu dieser Stelle spielen und wir sehen uns dann gleich wieder. So Leute, weiter geht's. Ich habe nochmal zu dieser Stelle hier hingespielt. Boah, ich kann euch sagen, es ist echt ultra nervig, das Ganze nochmal zu machen, weil man ja in dieser Mission im Prinzip nichts anderes macht, als einfach nur doof rumlaufen. Und das dauert auch noch so lange wegen den ganzen Wegen. Und ich habe mir gedacht, weil ihr so gerne Tod und Zerstörung seht, lasse ich euch jetzt einfach hier nochmal zugucken, während ich die Leute alle umbringe. Also nochmal gleiche Taktik wie gerade. Ja, klappt ja noch kackiger als gerade. So. Naja gut, noch kackiger als gerade klappt's nicht. Wir haben jetzt hier nicht ganz so viele Lebenspunkte verloren und nicht ganz so viel Rüstung wie gerade. Jetzt muss man noch irgendwie den Typen da oben wegkillen. So, das war's. Sehr gut. Alle sind tot. Jetzt achten wir, dass hier nicht irgendeiner wieder von rechts kommt, aber sieht gut aus. Jetzt müsste noch gleich der Gefangene loslaufen. Nee. Hier von rechts kommt keiner. Sehr gut. Jetzt rennt auch der Gefangene los. Und er rennt jetzt auch wirklich sehr gut. Das haben wir also geschafft. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja toll, du bist ja jetzt total beschissen. Du hast ja, jetzt mehr Lebenspunkte. Warte, ich nehme mir erstmal hier die Kleidung von diesem helleren Typ, weil der ist rangmäßig höher als die anderen. Das heißt, meine Chancen wirklich gleich später in den Missionen überall hinzukommen sind höher, wenn ich die Klamotten von dem hier anhab. Ja, es ist beschiss, du hast jetzt mehr Leben und mehr Rüstung als gerade noch. Ist ja jetzt blöd. Aber Leute, das ist nicht so schlimm. Ist egal, denn ich verliere jetzt eh keine Lebenspunkte und keine Rüstung mehr. Zumindest so lange, bis ich eh neue Lebenspunkte, neue Rüstung bekomme. Weil nämlich in jeder Mission hat man wieder neue 100 Lebenspunkte. Zwar hat man nicht neue Rüstung, aber bevor wir das nächste Mal kämpfen, kriegen wir eh neue Rüstung. So, jetzt snipern wir einfach den da hinten noch weg, weil es so viel Spaß macht. Laden jetzt nach. So. Und jetzt können wir uns zurückmachen zum Indigo-Stamm. Das dauert jetzt wieder, bis wir da hingelaufen sind natürlich. Diesen Indigo-Typen, der diesen Gefangenen, den Bruder vom Häuptling, müssen wir nicht beschützen. Der rennt automatisch dahin, wo er hin muss. Genauso wie in der letzten Li Hong-Mission der CIA-Agent. Der rennt ja auch einfach nur in Unterhose durch das komplette Level. Und das, also, wenn man ihn verfolgt, wenn man ihn verfolgen würde, würde er direkt hinter der Tür unsichtbar werden. Aber rein logisch müsste er durch das ganze Restaurant laufen. Aber irgendwie sieht ihn jemand, also er kommt dann irgendwie weg. Keine Ahnung, wie er es macht. Und das Witzige ist, dieser Bruder von dem Häuptling, der läuft hier nicht den kürzesten Weg, den ich hier gerade laufe, sondern ich bin immer rein spaßeshalber verfolgt und der rennt an der Absturzstelle des Flugzeugs entlang. Und diese Absturzstelle ist ja umstellt von Soldaten, aber irgendwie interessiert das überhaupt gar keinen, dass da einfach so ein Indigo langläuft. Also der rennt da einfach voll über diese Absturzstelle und wird von niemandem aufgehalten. Also er wird dann auch gleich im Dorf ankommen. Eventuell sind wir gleich sogar noch früher da als er, weil wir hier halt einen kürzeren Weg laufen, wenn wir hier nicht kämpfen müssen. Weil hier diese beiden, okay, die machen nichts, weil es war schon, ist schon mal vorgekommen, dass die beiden mich dann hier komischerweise angegriffen haben. Keine Ahnung warum.
Aber wir haben ja auch gerade unsere Klamotten noch gewechselt, von daher können die ja gar nicht wissen, dass wir hier der sind. Vielleicht, wenn wir in den alten Klamotten geblieben sind, hätten sie vielleicht per Funk irgendwas erfahren. Aber wir sind jetzt hier in diesen neuen Klamotten von diesen höherrangigen. Und wir können ja auch die ganze Zeit witzigerweise nachladen, das bringt aber nichts. Naja, egal. Wir haben jetzt hier diese Mission so gut wie geschafft. Wir müssen jetzt nur noch zum Häuptling und dann auf den Bruder warten. Und dann haben wir die Mission abgeschlossen. Ihr seht, wirklich schwer war die nicht, wenn man weiß, wie sie geht. Allerdings war sie auch nicht so typisch Hitman-mäßig und sneaky. Da kommt der Bruder. Ihr seht, wir waren schneller als er. Und sobald er jetzt da ist, geht dann auch die Cutscene los. Fremder, du hast dich als guter Freund erwiesen. Nun schulde ich dir meine Hilfe. Das könnt ihr wohl sagen. Also wo finde ich diesen Drogenbaron? Überquere den Fluss, geh über unsere kleine Brücke, überquere den Tempelhof auf der anderen Seite und suche die Karte von Xiketalup. Hinter ihr beginnt ein geheimer unterirdischer Gang, der zu seinem Versteck führt. Ach, Statue von Xiketalup, soll ich suchen. Doch sei auf der Hut. Du wirst heiligen Boden überqueren, also reize unsere Götter nicht. Finde den Mann mit dem Herzen aus Kokain. Er soll für seine Sünden büßen. Ja, das war die Mission. Wir haben sie geschafft. Wir kommen jetzt hier auch normal, wie immer, eigentlich auf unseren Laptop. Kriegen auch Geld. Allerdings, wenn jetzt hier die nächste Mission anfängt, der Dschungelgott, werden wir gleich am Ende, ich kann das mal kurz zeigen, bevor ich hier irgendwas vorlese. Hier, ihr seht, wir können hier keine Waffen auswählen. Wir sehen hier einfach die Waffen, die wir schon vorher hatten, die wir halt in dieses neue Level mitgenommen haben. Aber mehr können wir hier halt nicht auswählen. So, naja, das war's jetzt auf jeden Fall. Wir haben den Indigos ihre Statue zurückgebracht. Wir haben den Bruder befreit. Mussten zwar wirklich rohe Gewalt anwenden und einfach alles niederballern. Haben uns dann ein Scharfschützengewehr genommen, haben damit das Level verlassen. Ihr werdet auch noch sehen, warum ich dieses Scharfschützengewehr nehme. Ihr müsst das nicht machen, ihr könnt auch die M60 behalten oder eine AK nehmen. Aber für einen ganz besonderen Trick nehme ich das Scharfschützengewehr mit, das ihr noch sehen werdet. Den ihr noch sehen werdet. Ja, das war die erste Kolumbien-Mission. Gefällt mir nicht ganz so gut wie die Hongkong-Mission, muss ich ehrlich sagen, gerade wegen diesem Action-Anteil. Und dafür, dass man halt so leicht an diese Götzenstatue rankommt und die Gegner nicht schon von Anfang an da sind. Naja, was soll man machen? Ist halt nun mal so, in den anderen Spielen wurde es dann besser gemacht. Naja, ich verabschiede mich erstmal und wir sehen uns dann morgen wieder mit Let's Play Hitman. Ciao, Leute.